Ja, hallo, wie schön, Christian, dass wir heute Ja. miteinander sprechen. Hallo Sabine, schön, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Genau. Habe mich total auf das Interview gefreut und ja, hoffe, dass jetzt technisch alles klappt und dass alles Genau. gut ist. Ja. Und ja, ich mache meinen Podcast ja eher für die Einzelhörer, ne, bisher. Und das Thema Beziehungen, das wissen wir ja, haben wir ja auch in der Ausbildung bei dir besprochen, ist aber immer wieder Thema. Entweder weil es Ursache der Probleme ist, oder weil es vielleicht auch sozusagen infolge von Erschöpfungszuständen, ja, die Beziehung einen Schaden nimmt. Ich formuliere Ja. das mal so. Und deswegen finde ich super, dich als Paartherapeut, und zwar als einen sehr erfolgreichen hier ja, auf der Spur zu haben. Danke. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Ja, genau. Also mein Name ist Christian Hemschemeyer. Ich bin seit jetzt 94 Diplompsychologe und ja, Psychotherapeut seit 99 und seitdem selbstständig und ja, für eigentlich jetzt seit vielen Jahren so eine paartherapeutische oder einzeltherapeutische Praxis auch und habe aber eigentlich immer den Schwerpunkt Beziehungen gehabt, zwischendurch auch viel für Unternehmen gearbeitet und jetzt bin ich eigentlich hauptsächlich YouTuber und habe meinen YouTube-Kanal und ja, mache Online-Kurse und alle möglichen Kursangebote, Ausbildung, ist immer mehr mein Schwerpunkt, aber alles rund um Beziehungen, normale Beziehungen, toxische Beziehungen und so weiter. Genau, Dating, alles, was dazu gehört, genau. Da frage ich gleich auf jeden Fall auch nochmal nach, weil das Thema toxische Beziehung habe ich ja erst über dich eigentlich kennengelernt. Okay. Gar kein Begriff vorher. Und jetzt sag mal, du schreibst ein Buch, habe ich gehört. Genau, das kommt jetzt auch schon im März raus. Das heißt, wird der Liebescode heißen und ja, ist so ein. Soll so ein wirklich kurzweiliges Handbuch sein vom ersten Date bis zum schrecklichen Liebeskummer sozusagen. Also so ein Ratgeber für alle Situationen mit so Erkenntnissen der einerseits der modernen Bindungsforschung, aber auch so Erkenntnissen aus meiner Praxis, was zum Beispiel Mann-Frau-Polarität angeht, einfach Sachen, die gut funktionieren. Das ist so ein bisschen soll so ein ganz gepresster Ratgeber von all dem, was ich so gelernt habe, so in den 20 Jahren sein. Genau, und das kommt bald raus. Ja. Ja. Das beantwortet schon fast meine nächste Frage, weil das hört sich so an, als wäre das wichtig für jedermann, oder? Genau, das kann jeder lesen. Also es gibt zwei, drei Kapitel so rund um, ja, wann sind Beziehungen toxisch und was macht man dann? Aber es ist jetzt kein spezielles Buch für nur Horrorbeziehungen, sondern das eigentlich, ja, soll eigentlich jedem helfen. Wie kann ich meine Beziehung besser machen? Wie kann ich überhaupt einen Partner finden? Wie kann ich die Zeit zwischen Beziehungen gestalten? Was, oder auch am Schluss gibt es auch so eine Vision von Beziehungen, wie sie vielleicht in der Zukunft sein können. Ja, ist, genau. Okay, Ja. cool. Das hört sich ja wirklich gut an. Und im März kommt es raus Genau. und ist dann ja bei Amazon wahrscheinlich zu kriegen. Genau, Und ganz normal im Buchhandel, Amazon, genau. Ja, kommt dann auch noch ein E-Book und im Sommer ein Audiobook auch raus vom gleichen Buch, genau. Ja. also wenn ich jetzt schon so einen Beziehungspapst hier habe im Interview, ne, dann würde ich Stark. erstmal gerne, ja, so ist es. Würde ich erstmal gerne die Frage stellen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Dinge für eine glückliche Beziehung? Ja, also einmal gutes Match, also das wird immer wieder gern vergessen. Also es gibt einfach Menschen, die passen nicht zusammen. Also ich sage mal gern, Kompatibilität und Chemie braucht es für eine gute Beziehung, ne? Und also überhaupt erstmal als Grundlage. Und Chemie ist eben ja dieses Gefühl, angezogen zu sein. Man hat, also es kribbelt, es Schmetterling im Bauch oder man fühlt sich sexuell angezogen. Und auf der anderen Seite ist Kompatibilität, das meint, haben wir ähnliche Interessen, haben wir ähnliche Ziele im Leben, passen unsere Bindungsstile so einigermaßen zusammen oder gibt es da zu viel Reibung? Und also typischerweise haben Beziehungen damit zu kämpfen, dass ein Bereich halt schwächelt. Und was, wenn man zum Beispiel ganz starke Kribbeln hat, aber einfach nicht zueinander passt, dann kommt man so in den Bereich von on-off toxischen Beziehungen und wenn es ja, man sehr kompatibel ist, aber es kribbelt nicht, dann kommt man in diesen Bereich von diesen unteraktivierten freundschaftlichen Beziehungen, wo es irgendwann keinen Sex mehr gibt und die Kunst ist halt irgendwo, ja, die Mitte zu finden und es braucht halt ein gutes Match dafür und ja, das Zweitwichtigste ist, denke ich, wirklich die gute alte Kommunikation, ne? Also wie auch immer man kommuniziert, verbal, körperlich, dass da, dass man da, ja, weil man kann einfach nicht alles, kann nicht alles klappen. Also man muss diese Feinarbeit in Kommunikation machen.
Und dazu braucht es wiederum von beiden Partnern, das finde ich immer wichtiger, diese Authentizität, ne? Das heißt, dass ich möglichst nicht ständig versuche, eine Rolle zu spielen, der Nice Guy, Bad Guy, Nice Girl, Bad Girl, was weiß ich, sondern versuche so viel wie möglich ich selber zu sein, auch wenn es manchmal knirscht und kracht und vielleicht Ja. dann Konflikte erstmal auslöst, aber auf lange Sicht, denke ich, ist das so am besten dann. Ja. Aber das ist für viele ja nicht so einfach, ne? Das erlebe ich auch in der Praxis mit meinen Klienten immer wieder, dass so dieses Ich-Selbst-Sein, dieses Vertrauen haben, so wie ich bin, so werde ich auch geliebt und so bin ich gut und so darf ich mich auch zeigen, ne? Mit all dem, was ich habe. Das ist, ich muss sagen, ich Ja. habe deswegen Frauen bei mir in der Praxis und das ist für Frauen echt ein Riesenthema. Also da sind Ja, viele ich nicht glaube, voll Vertrauen. also ich glaube, für Männer ist auch ein Thema, sie reden nur viel weniger drüber, so, die fressen das in sich rein. Und ja, ich glaube, es ist für uns alle ein Thema und ich glaube, wir sind ja auch hier, um zu lernen. Und Beziehungen, hat ja Jürg Willi mal gesagt, dieser alte Hauding der Paartherapie, Beziehungen sind die schönste Art im Erwachsenenleben, so zu lernen und sich zu entwickeln. Und ich glaube, da ist wirklich viel dran. Und ich glaube auch, dass wir nie fertig sind, ne? Es gibt immer ein nächstes Level und deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, sich zu entspannen und zu sagen, ja, ich bin auch jetzt schon gut genug, wie ich bin. Und weil das erlebe ich bei vielen Klienten, dass sie das Gefühl haben, so, ich muss jetzt noch das und das machen und dann bin ich fertig. Dann gibt es den großen Preis vom Universum, aber so funktioniert es leider nicht, ne? Es gibt immer die nächste Aufgabe und immer die nächste Genau. Stufe Wenn das und das erst erfüllt ist, dann passiert das und das. Ne? Das Genau, ist auch, ja. was ich ganz viel höre und wo ich immer sage, nee, so läuft es Ja, halt nicht. ja. Genau, so läuft es nicht. Sag mal, du hast einen ganz süßen Begriff geprägt, den würde ich gerne noch einmal hinterfragen. Du hast mal von der Krümelbeziehung gesprochen. Kannst du mal Ja, erklären, was die Krümelbeziehung ist? die Krümelbeziehung ist so eine ja, die der häufigsten toxischen Beziehungen. Also das ist eine Beziehung, die, ich sag mal, so rückwärts läuft, ne? Also man fängt an und es ist alles super. Man hat das Gefühl, man ist, weiß ich nicht, im siebten Himmel und hat, weiß ich nicht, hat irgendwie Match in Heaven und alles ist toll, Sex ist toll, man sieht sich rund um die Uhr. Und dann, ja, treten nach 3 Monaten typischerweise gibt es auf einmal irgendwelche Brüche, der Partner ist nicht mehr so verfügbar, man bekommt vielleicht Informationen, die einem nicht gefallen, dass er womöglich noch gar nicht Single ist oder ja, plötzlich tagelang nicht erreichbar. Und dann reguliert sich das wieder, man spricht es an, man bekommt irgendeine Erklärung und dann geht es wieder auf so ein kleines Zwischenhoch und dann, ja, kommt der nächste Rückzug eigentlich. Und es ist eigentlich so ein bisschen eine Beziehung, dass, wo man so ein Junkie wird, ne? Also es gibt immer so ein permanentes Auf und Ab und die Ups werden aber immer mehr und die Aufs immer weniger. Und am Schluss bleibt, also gibt es keinen Kuchen mehr, sondern nur noch Krümel. Also das kann zum Beispiel sein, dass man, weiß ich nicht, nur noch alle paar Wochen irgendwann sieht oder man hat nur noch, weiß ich nicht, man trifft sich nur noch für lieblosen Sex oder es gibt nicht mal das mehr und man fragt sich, warum bleibe ich in dieser Beziehung? Und ja, die Antwort ist, dass man halt immer abhängiger wird irgendwie und sich an diese Krümel förmlich festklammert, die es dann ja immer wieder gibt. Und aber eigentlich, wenn man von außen guckt oder wenn Freunde drauf gucken, sieht das so aus, da gibt es eigentlich gar nichts mehr, ne? Und man fragt sich, warum bleibt der, die da drin? Die Person fragt sich das auch. Und das ist halt die Krümelbeziehung, wo es letztlich immer weniger gibt, aber man immer mehr dran hängt an diesen Krümeln an. Ja. Ja, wenn die an die Frage kommen, ob sie gehen sollen oder nicht, dann da greifst du ja auch mit deinem Liebesschip-Kurs, den du vermarktest, auf, ne? Dass Ja, also den Leuten, genau. du nennst das ja Umprogrammierung des Liebesschips, das fand ich am Anfang auch so ein Bild. Ich finde, du hast so einige Metaphern, die sind hochinteressant. Und vielleicht sagst du noch mal, was beinhaltet der Kurs eigentlich? Ja, also der Kurs beinhaltet zu gucken, habe ich so ein, also Liebeschip heißt ja im Grunde genommen, jeder von uns wird ja programmiert in der Kindheit, was so Liebe angeht. Und also das ist einfach das, was ich erlebe von meinen Eltern, von meinen Geschwistern vielleicht auch oder mit den Personen, die ich aufwachse. Das verbinde ich mit Liebe, weil ich denke, das ist Liebe. Und wenn ich jetzt Bezugspersonen hatte oder Eltern hatte oder einen Vater hatte, der nicht verfügbar war, der eine Sucht hatte, der einfach nicht da war, der vielleicht mir immer versprochen hat, er macht mit mir zu meinem Geburtstag, macht er irgendwas, hat er nie gemacht. Also ständig gebrochene Versprechungen zum Beispiel oder eine Mutter, die getrunken hat. Dann verbinde ich das auch mit Liebe, weil ich kann als Kind ja nicht wegrennen, so, ne? Also ich
Und ich lerne dann Sachen zu tolerieren, die ich eigentlich nicht tolerieren sollte. Und das Problem ist, dass dann, es gibt ja so ein inneres Kind, wie wir das in der Psychologie sagen. Und dieses innere Kind möchte gern also diese offene Wunde in der Vergangenheit abschließen, sozusagen, ne? Und deswegen sucht es sich wieder ähnliche Partner und hofft, dass es diesmal anders ausgeht, so ein bisschen wie im Märchen oder im Rosamunde Pilcher-Film oder so. Und aber leider klappt das halt nicht so irgendwie in der Realität, sondern ich falle immer wieder auf die Schnauze, mache immer wieder und denke, was ist los? Und da geht es eben darum, in diesem Kurs, diesen erstmal zu erkunden, bin ich in toxischen, missbräuchlichen, narzisstischen, meinetwegen, Beziehungen, das überhaupt das rauszufinden. Dann zu gucken, woher konnte das kommen, welche Prägung habe ich und welche Schritte kann ich machen, aus dieser Prägung rauszukommen. Darum geht es eigentlich. Ja, genau. Also das ist tatsächlich was, ich habe auch gerade ein paar Folgen gemacht, so zu den inneren Anteilen. Das hatte ich auch damals bei dir in der Ausbildung so als Thema vorgestellt und habe jetzt auch eine Folge zum inneren Kind gemacht, weil ich finde, diese Arbeit ist unheimlich schön, um diese alten Blockaden zu lösen. Ne? Das ist für die meisten Leute total anschaulich und das Buch, was es dazu gibt, hat bestimmt auch geholfen, das irgendwie griffiger zu machen und das so aus der ESO-Ecke so ein bisschen rauszuholen. Und ich finde, das ist echt ein schönes Modell. Und dann passt das gut, dass der Liebeschip dann sozusagen in der Kindheit gepflanzt wird und umprogrammiert wird mit Hilfe deines Programms. Genau, das ist wie so eine Gebrauchsanleitung, auf der man natürlich, ja, also es erfordert trotzdem natürlich harte Arbeit. Es ist nicht, dass man nur ein paar Videos guckt und dann ist es passiert, sondern ja, es erfordert. Aber es ist wirklich wie so ein Set von Wegweisern, wo man halt lang gehen kann, um diese Arbeit zu machen. Und ich sehe es auch so ein bisschen wie so ein fehlendes Stück, was es so in traditioneller Psychotherapie gibt, weil häufig wird ja da der Rat, ja, aushalten, irgendwie noch mehr an sich arbeiten. Und es geht auch ein bisschen auch darum, warum das in so Beziehungen also gerade nicht funktioniert, zumindest nicht, wenn man dann versucht, dem Partner recht zu machen. So, ne? Ja. Ja, genau. Aber da, ja, das ist ein Weg, ne? Ja, Das ist ist ein Weg, genau. sag mal, ich wollte, ja, ich weiß nicht, muss ich mal eben überlegen, wo wir weitermachen. Was die glückliche Beziehung ausmacht, hatten wir. Das Thema toxische Beziehung, du hast das gerade anerklärt sozusagen, ne? Als du so davon gesprochen hast, was die Krümelbeziehung ist. Aber vielleicht sagst du auch das nochmal, das ist ja so dein Kernthema. Und ich erlebe tatsächlich jetzt in der Praxis, ich glaube, weil ich das Konzept vorher nicht kannte, ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber wie viele Menschen darin feststecken, ne? Und wirklich erzählen, was sie so zu Hause mitmachen in diesen Beziehungen. Das ist, da war ich jetzt sehr gut vorbereitet durch die Ausbildung bei dir, weil ich das kannte. Aber vielleicht sagst du das nochmal, fass nochmal zusammen. Toxische Beziehung, was ist das? Und woran erkennt man, dass man drin ist? Ja, also was sind toxische Beziehungen? Ist eigentlich eine Beziehung, die nicht auf Realität und eben nicht auf Authentizität beruht, sondern die beruht eigentlich auf einem Set von Fantasien so, ne? Also ich mal, also es werden so Luftschlösser gebaut, also da macht man selber dran mit, indem man vielleicht das Offensichtliche übersieht, was nicht gut läuft und vielleicht irgendwie ja, süßem Gerede des Partners irgendwie glaubt. Und also man hat die ständig, das ist so ein bisschen, als wenn man ständig so eine Möhre vor der Nase hat. Wenn ich jetzt das und das mache, dann wird die Beziehung total glücklich und wir reiten in die Abendsonne zusammen und alles wird toll. Also es wird ganz viel, basiert hier auf Fantasien auf, die aber nie eingelöst werden, ne? So, und also im Gegenteil, es wird immer schlimmer und wenn man so will, kann man sagen, dass beide Partner auch nicht authentisch sind. Also einer ist häufig, was ich mal so Minuspol nenne, ist häufig ja, manchmal direkt am Lügen, manchmal baut er halt Schlösser, wo er genau weiß, dass er die nie erfüllt und der andere ist eigentlich auch nicht authentisch, weil er den Partner nicht herausfordert und nicht sagt, hier, was läuft dir eigentlich, du lügst, du machst dies, du machst das, sondern durch ständiger Versuch, nett zu sein und noch netter zu sein und sich noch mehr zu verbiegen, das möglich zu machen. Und also eigentlich sind beide, also Pluspol und Minuspol nicht authentisch und sind eigentlich insofern auch nicht wirklich in einer Beziehung so, ne? Weil sie sind ja nicht mit ihrem wahren Ich da. Und typischerweise gibt es in diesen Beziehungen krasse Verlustängste und krasse Bindungsängste. Und typischerweise gibt es auch einen, der sehr egozentrisch rüberkommt. Ich versuche inzwischen manchmal diese Begriffe zu vermeiden, weil ich das auch, weiß ich nicht mal, dieses Bashing, Narzissmus, bla bla bla.
geht mir auch schon langsam auf die Nerven so ein bisschen. Also einer ist typischerweise sehr egozentrisch und einer gibt sich komplett auf. Aber das muss nicht unbedingt festgeklopft sein. Es kann durchaus sein, dass man mal eine Beziehung hat, wo man derjenige ist, der sich aufgibt, und in der nächsten Beziehung ist man total egozentrisch. Also man kann wirklich durch alle Rollen gehen, aber das Toxische bleibt halt, dass ich entweder benutzt werde oder ja, oder versuche, den anderen irgendwo zu benutzen, zu kontrollieren so. Und kann man sich vielleicht vorstellen, dass es auf die Dauer nicht gut geht. Und woran merkt man, dass man in einer toxischen Beziehung ist? Ja, es geht einem immer schlechter, ne? So ganz platt gesagt. Also es tut furchtbar weh. Also im Extremfall kann man nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten, so, wenn es wirklich ganz schlimm kommt. Und ja, man bekommt irgendwann nichts mehr. Wir hatten ja schon kurz gesprochen über die Krümelbeziehung. Das Symptome können auch sein, ich bekomme nichts mehr zum Geburtstag, ich bekomme nichts mehr zu Weihnachten, der Partner ist nicht für mich da, wenn ich krank bin. Also wenn man da merkt, eigentlich gibt es hier gar nichts mehr und die Freunde schlagen die Hände über den Kopf zusammen, dann ist man wahrscheinlich in einer toxischen Beziehung. So, ja. Ja, das ist von außen ist das einfacher zu sehen, ne? Ja, das ist, höre ich immer wieder, dass die Freunde völlig fassungslos sind, ne? Und also ein Klassiker zum Beispiel ist, ich bin in so einem Dreieck. Das ist ja immer wieder, was ich sage, dass man Dreiecke vermeiden sollte. Aber nehmen wir mal an, ich bin die Affäre von jemand und der sagt, ja, ich trenne mich jetzt von meiner Ehefrau. Das ist so ein typisches Szenario, wo der Mann vielleicht genau weiß, ich werde mich nie trennen, aber um seine Ziele im Hier und Jetzt zu erfüllen, um den Sex zu bekommen von der anderen Frau, werden eben immer wieder, ja, wenn mein Sohn ausgezogen ist, wenn dies, wenn, keine Ahnung, wenn wir das Haus gebaut haben. Und aber es tritt nie ein, ne? Und da ist eben einer benutzend und lügend und der andere sieht, also irgendwann, klar, am Anfang, vielleicht kann da jeder irgendwo reinrutschen, aber irgendwann gibt es so viele Zeichen, dass man sich schon fragen muss, warum sehe ich die nicht, ne? Warum sehe ich die offensichtliche Realität nicht, ne? So, aber da spielen eben auch viele, ich denke auch viele hormonelle oder Neurotransmitter mit rein, dass man einfach manchmal durch so einen krassen Wechsel von Angst und wieder beruhigt werden und wieder Angst und wieder beruhigt werden, dass man da irgendwie so irgendwann so wuschig ist, dass man ja, dass man sich auch wirklich nicht mehr zurechtfindet, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch von der Lerntheorie echt einfach zu erklären, ne? Dieses immer wieder einen Verstärker kriegen für, das wird kurzfristig gut und diese Erleichterung, jetzt ist die Änderung doch endlich eingetreten, jetzt wird endlich alles gut und da gibt es den nächsten, ne? Also es ist. Ja, für mich war das so ein Aha-Erlebnis, wie ich mal so einen Hundetrainer in meinem Kurs hatte und der gesagt hatte, ja, wenn die Hunde trainieren, die kriegen auch nicht immer ein Leckerli, die kriegen nur ab und zu ein Leckerli, ne? Und das macht die noch viel, wollen die noch viel mehr lernen, ne? So noch mehr. Genau, da sind die auch, Ja. das prägt sich noch viel besser ein. Genau, Ne? prägt sich viel besser ein, ja. Das ist wirklich verrückt, ja. Lass uns nochmal über die anderen Beziehungen reden, diese unteraktivierten, weil das ist tatsächlich das, was ich auch relativ oft im Therapieraum habe, dass Menschen in Beziehungen stecken, wo sie sagen, ey, eigentlich läuft da nichts mehr, weder sexuell noch von Aktivitäten her, wir wissen auch gar nicht mehr, worüber wir reden sollen. Und trotzdem stelle ich fest, die Leute gehen irgendwie nicht. Das ist so. Da scheint auch so ein Widerstand zu geben, auszubrechen. Was ist da deine Haltung oder Ja, Erfahrung? also ich glaube, es gibt nicht nur diese krasse Liebessucht, wo jemand wirklich zu so einem Zombie wird. Es gibt auch, ja, könnte man nennen, so eine Beziehungssucht. Also das Gefühl, ich muss immer in Beziehung sein und sonst kann ich nicht überleben. Oder das ist ja auch so ein bisschen so ein anderes Stichwort, was ich so benutze auf meinem Kanal, dieses nice geile Leben. Also im Sinne von Versuch, das Leben außerhalb deiner Beziehung interessanter, attraktiver zu machen, dass man nicht so klebt immer an der Beziehung so. Und ja, ich denke, es ist also irgendwo menschlich. Also erstmal sind wir so gebaut, dass wir, wenn wir uns vorstellen, ich ändere ein Verhalten, ich verlasse meinen Partner, sind, also man überschätzt häufig, was man bekommt, wenn man in einer Beziehung bleibt und unterschätzt, wenn man einen neuen Schritt geht. Das gilt aber eigentlich für alle Sachen, ne? Ob man jetzt einen Arbeitsplatz wechselt oder den Wohnort wechselt. Also es gibt scheinbar in uns Menschen so einen Moment, wo wir gern beharren und in so einer Komfortzone bleiben, die eigentlich gar keine Komfortzone ist, weil die Komfortzone wäre eigentlich Das ist der weiterzugehen, Kompromiss. rauszugehen, ne? Genau. Oder die Sache mal oder die Beziehung mal auf die Probe zu stellen, richtig so. Und ja, und ich glaube, es haben auch viele Angst, wenn sie ganz lange in einer Beziehung sind, haben sie vielleicht Angst auf dem Datingmarkt
bestehen zu können und haben Angst, überhaupt jemand Neues zu finden, so, ne? Und ab, je nachdem, wie alt man ist, werden diese Ängste wahrscheinlich immer mehr, vermute ich mal, ne? Dass man nicht mehr meint, man könnte nicht bestehen auf dem Markt und dann hält man sich vielleicht verzweifelt an irgendwas fest, was so eine scheinbare Sicherheit gibt, aber verpasst irgendwo sein Leben vielleicht so, ne? Und verpasst die vielen Möglichkeiten, die, ja, die es vielleicht noch gibt, ne? Ja. Und da sind wir wieder beim inneren Kind, ne? So dieses Gefühl zu haben, ich bin ja nicht schön genug, ich Genau. bin ja nicht Ja. liebevoll genug, mich will keiner am Ende, Ja. ne? Auf diesem Markt, statt Ja. mal rauszugehen und zu sagen, hey, für mich gibt es einen Deckel. Topf und Deckel ist ja so ein ganz traditionelles Ja. Bild, ne? Ja. Ja, das ist echt schade. Also Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, das sage ich auch Kann man ganz so oft. sagen. Und Ja. dieses Fahren. Ja, es gibt natürlich, achso, ja, willst du, genau, frag Nee, du ruhig. erzähl du es. Gibt ja auch dieses Gegenproblem heute, dass man in der jüngeren Generation dieses Ex und Hop, das ist eigentlich fast wie so eine Gegenbewegung, ne, wo man die Schwierigkeiten haben, überhaupt noch in Beziehungen zu kommen, ne, weil es gibt so scheinbar so ein Überangebot dann auf Tinder und ich weiß nicht was und dann weiß ich nicht, irgendwas fehlt, hat mir einmal nicht im Mantel geholfen, was weiß ich, hat mich einmal schief angeguckt, bums, weg, nächste und so, ne, das ist das andere Extrem sozusagen, ne, wo man jemand überhaupt keine Fehler mehr zugesteht und finde ich auch sehr, finde beides problematisch, ne, beide Extreme. Unsere Anspruchshaltung auch oft dahinter, ne? Was Ja. alles am Anfang direkt passen muss. Und oft sind das so Dinge, also ich erzähle dann auch immer gerne, ne? So, ich habe meinen Mann kennengelernt und da bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich den mal irgendwann heiraten werde. Also es war in dem Moment überhaupt nicht in meinem Kopf als Option und deswegen habe ich den auch nicht auf Herz und Nieren geprüft in so einem Moment, ob der jetzt der Mann fürs Leben ist, sondern man kann ja da auch erstmal erwartungsfrei dran gehen und gucken, was passiert, was entwickelt sich, ne? Ja, genau. Ja, das denke ich auch. Das ist, man, also man muss schon davon ausgehen, dass man mit jedem Partner zusammen wachsen muss und dass so eine Beziehung ist ja häufig dieses Überwinden von Schwierigkeiten, von Krisen vielleicht auch. Das bringt einen ja näher zusammen, ne? Und scheinbar fällt das manchem schwer in dieser Internetgesellschaft, wo scheinbar alles sofort verfügbar ist, dann ja wirklich zu sagen, ja, ich arbeite jetzt wirklich mal mit oder ich bleibe jetzt mal wirklich bei einem und schaue, wo das hinführt. So, ne? Aber gut. Das Und ist ich glaube auch, ein so ein Thema, was mir da auch immer wieder auffällt, ist, die versuchen es halt im Kopf zu lösen. Ne? Also Partnerwahl ja, ist stimmt. plötzlich was, was rational gelöst werden soll. Ist er richtig, weil was hat er für einen Job, wie benimmt er sich? Und eigentlich ist das ja was, was eher übers Fühlen kommt. Und da Genau. finde ich, haben ganz viele von den jungen Menschen die haben einfach keine gute Verbindung zu ihrem Gefühl und dann versuchen sie es so verkopft zu lösen. Und da finde ich immer Argumente, warum jemand gerade nicht der Richtige ist. Ne? Genau. Das Spüren geht total unter. Und das ist was, was ich ja auch sehr schade finde, weil das macht Partnerwahl schwer. Ja, wie du richtig sagst, Chemie ist ja auch eher so ein natürlicher Prozess, ne, was da passiert. Ja, also eigentlich regelt die Natur alles für uns, ne? Also wenn wir jemanden attraktiv finden, also klar, es kann sein, dass mich dieser Liebeschip so ein bisschen in die Irre führt, aber im Grunde genommen regelt die Natur das für uns. Sie weiß schon, also sie überlegt ja, welche Gene passen zusammen und was weiß ich, ne? Also eigentlich kann man sich da schon so ein bisschen reinfallen lassen, ne? Und genau, und das aber wird ein bisschen durch dieses Online-Dating sicherlich viel schwieriger gemacht, weil man die Ausstrahlung nicht spürt und Geruch nicht und was weiß ich, ne? Und diese ganzen Sachen, ne? Ja. Gehen ja häufig schon sehr stark in den Kontakt, obwohl sie eigentlich noch gar keinen Kontakt haben, weil es bisher Genau. alles über Chat und Telefon läuft, ne? Und Ja. trotzdem werden dann schon Details preisgegeben, so aus dem inneren Erleben, wo man denkt, was? Du kennst ihn noch gar nicht. Und wenn du den Ja. das erste Mal siehst, wird er dann aussortiert, weil man merkt, ich kann den nicht riechen. Genau. Ja. Sag mal, Paartherapie, ne? Das ist auch was, wo viele Leute, so erlebe ich das, eine Hürde haben. Ne? Auch meine Klienten, die ich im Einzel betreue, die Ah, sitzen dann okay. da und sagen, oh, Paartherapie, das ist sozusagen der letzte Schritt. Das ist auch was, wovor man Angst hat wiederum. Ne? Was ist für dich so ein, ja, oder was würdest du für eine Empfehlung aussprechen? Wann sollte jemand zum Beispiel hier in Paartherapie kommen? Also was ich ja empfehle, ist das tatsächlich so früh wie möglich zu machen, ne? Also man sollte gar nicht lange warten, weil die Erfolgsaussichten, die steigen rapide, je früher man Problem angeht, ne? Also häufig, also wenn Paare wirklich früh kommen würden, glaube ich, braucht es häufig nur ein, zwei, drei Sitzungen so. Aber wenn die kommen, wenn sie sich schon jahrelang entliebt haben und, weiß ich nicht, 500 furchtbare Streits und ja, dann ist das manchmal schwer, da irgendwie noch das umzudrehen, ne? Weil man schon einfach so viel passiert ist.
Also ich würde tatsächlich sagen, also was ich gerne mal sage, wenn mich Leute das fragen, ist, man geht ja auch mit einer Grippe oder mit einer Erkältung zum Arzt, bevor man nicht dran stirbt, ne? Oder mit kleineren Sachen. Also da sagt man ja auch nicht, ich muss todkrank sein, bevor ich irgendwie mal zum Arzt gehe. So. Und es ist einfach, Beziehungsprobleme sind einfach manchmal schwer zu lösen innerhalb des Systems. Man braucht jemanden, der von außen drauf guckt. Und ja, und Paartherapie ist auch sehr, weiß ja wahrscheinlich auch, sehr lebendig und macht. Also es ist schon anstrengend, aber es ist auch sehr, weiß nicht, bringt häufig schnelle Ergebnisse. Und ich glaube, die Angst ist eigentlich, dass da irgendwas rauskommen könnte, was einen mehr trennt dann noch so, ne? Aber wenn die Beziehung wirklich aus irgendwelchen Gründen keine Zukunft mehr hat und das rauskommt in der Paartherapie, ist ja auch besser, das früher als schlecht später rauszukriegen. So. Und es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Also ich propagiere ja auch so eine Paartherapie, die so sehr praxisnah ist und jetzt nicht irgendwelche Riesen tiefenpsychologischen Konzepte da aufwühlt, sondern einfach guckt, wie können die, welche verschiedenen Bedürfnisse gibt es, werden die Bedürfnisse benannt auf eine gute Art und die sind ja auch irgendwo bei jedem von uns die gleichen, ne, die Bedürfnisse und was hindert das Paar daran, diese Bedürfnisse umzusetzen, ne? Das sind eigentlich, finde ich, ganz häufig gesunder Menschenverstand, aber man kann sich das nicht selber geben, weil man einfach drinsteckt und auch Freunde und Familie stecken ja irgendwo auch drin oder sind parteiisch und da ist eben ja, zu jemand zu gehen, der ja, der das eben den ganzen Tag macht, unter Umständen, ist dann halt eine gute Idee, Damit auskennt. ne? Genau, man bringt ja so ein Auto, versucht man ja auch nicht selber zu reparieren, oder gibt Leute, die können das, aber in der Regel macht es eben die Werkstatt, ne? Oder man schneidet sich nicht selber die Haare, also das ist komisch, das ist manchmal im psychologischen Bereich und vielleicht besonders bei der Paartherapie, dass es so Widerstände gibt und man meint, man müsste das unbedingt alleine hinkriegen. Und dann manchmal höre ich auch, ja, früher haben es die Menschen ja auch hingekriegt, aber wer weiß das? Also ich glaube auch nicht, dass die Beziehungen früher besser Ja. waren. Ne? Die Leute, es war wahrscheinlich sogar viel schlimmer. Genau, die blieben zusammen, aber das heißt nicht, dass die Beziehung besser war. Das sehe ich auch so. Ich habe auch bei dir, als ich in der Ausbildung saß, auch sozusagen sofort die Idee gehabt, ne, du hast ja auch sehr pragmatische Ansätze, dass man sowas eigentlich ja präventiv vermarkten müsste. Weißt du, ich habe gedacht, also warum nicht als Hochzeitsgeschenk für jeden drei Ja, ich Stunden ja. fürs erste Jahr, ne? Dann könnten Sie diese 3 Stunden abbuchen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen sie. Oder was weiß ich, anstatt zum Hochzeitstag den nächsten Ring und die nächste Kette für die älteren Paare, vielleicht einfach mal 2 Stunden Paartherapie, ne? Dann hätten Ja, wir das vor. also das wäre wirklich, ich glaube, das wird so viel Rendite bringen. Aber da macht immer keiner dran denken. Wenn es einem gut geht, dann denkt man immer, nein, ich gucke nicht hin auf Probleme. Wir haben keine Probleme. Genau. Aber Auf dem irgendwann. Hochzeitstisch noch schön als ein Gimmick, die Paartherapie. Ja, ich Ja, würde es immer noch für sinnvoll halten. Ich finde die Idee immer noch Bombe, aber ich habe verstanden, es ist kein Markt dafür da, tatsächlich. genau. Ja, aber vielleicht Ja. können wir hier durch das Interview jetzt auch ein paar Leute Genau. motivieren, halt zu überlegen, hey, ich stecke in einer Beziehungssituation fest, es hängt irgendwie, ich bin nicht zufrieden. Vielleicht ist doch so 2, 3 Stunden Paartherapie mal eine Lösung, um anzufangen und wieder neue Impulse zu kriegen. Und was mir auch total gut gefallen hat, das muss ich auch nochmal sagen, du stehst ja für eine echt moderne Paartherapie. Du hast uns ja auch so ein Konzepte da vorgestellt, ne, von dem Urgestein Willi, den du eben schon Ja. zitiert hast. Ich finde, Paartherapie ist was ganz Lebhaftes, was ganz Handfestes, sehr dynamisch im Therapieraum. Das heißt, das ist eben, ja, also ich erlebe oft ganz viel Dankbarkeit am Ende der Stunden. Dann sagen die auch, hey, das hat so viel gebracht und das hat uns noch keiner erklärt und von daher, ja, also mehr Paartherapie in die Welt. Das wäre Ja, Credo sozusagen. genau. Ja. Magst du noch kurz sagen, was so dein kuriosestes Erlebnis als Paartherapeut war? Ja, ach genau, das kurioseste Erlebnis. Genau, da muss ich jetzt doch nochmal. Ja, es gibt immer so viele verrückte Sachen. Ja, was ich mal sehr kurios fand, das ist, dass mal jemand zu mir kam und sagte, ja, also er war so unzufrieden mit meiner Partnerin, seiner Partnerin, und da habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn mit der? Und hatte die so sehr genau beschrieben, wie sie aussieht irgendwie. Und unter anderem wäre sie jetzt zu dick und das würde ihm einfach nicht gefallen irgendwie so. Und dann haben wir es ein bisschen besprochen, ob das denn so wichtig ist und was weiß ich. Und ja, aber es war so wichtig. Und dann hat er sich getrennt und dann ist er in eine neue Beziehung gekommen. Und ein halbes Jahr später kommt er mit der zu mir in die Paartherapie.
Und dann sieht die wirklich exakt so aus, wie er seine Frau beschrieben hat. Und auch er. Also nicht schlank, sagen wir mal so. Ne? Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ne? Also hat sich wirklich exakt die Kopie gesucht und dafür dann, weiß ich nicht, die vorher beziehungsweise eigentlich gut laufende Beziehung aufgegeben. Und das fand ich wirklich so krass. Jemand mit seinen Beuteschemen nicht im Reinen, ne? Ja, genau. Ja, das ist wirklich frappierend. Ja. Ja, das ist. Ja, ansonsten ist es immer schwer, irgendwas zu erzählen, ohne dass man jetzt zu viele Details Ja, preisgibt. sehr Ja. viel. Ja. Aber ich finde, sowas erlebt man dann tatsächlich, ne? Dass man so denkt, hä? Das ist doch jetzt, das gibt es doch irgendwie nicht. Und das finde ich schon ein schönes Beispiel, ne? Dass du sagst, Mensch, da sucht sich jemand eigentlich genau die gleiche Frau optisch nochmal, obwohl er sich vorher das so hauptsächlich das war, was ihn gestört hat. Nee, finde ich schon gut. Dann sind wir auch schon fast am Ende, ne? Also habe wieder ganz viel mitgenommen, es ist auch ganz viel Ah, schön. aktiviert worden von dem, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Ich hoffe, dass die Hörer und die Zuschauer des Videos merken, dass Paartherapie was ist, was man einfach mal so zwischendurch machen kann, weil es einfach was Gutes ist. Ich glaube, es gibt ja für gut laufende Beziehungen wirklich wenige Möglichkeiten, das Geld besser zu investieren, als nochmal Abendessen zu gehen oder so. Also jetzt mehr so an meine Klientel gerichtet. Und ich freue mich total auf dein Buch. Also Ja. ich werde eine der ersten Bestellerinnen sein bei Amazon und reingucken, obwohl das jetzt natürlich mit meiner langjährigen Ehe nicht so mein Thema ist. Mit dem Dating weiß ich genau, dass mich das auch, ja. Dass ich was finden werde für mich. Und ich bin auch gespannt. War es schwierig, ein Buch zu schreiben? Ja, ich hatte mal angefangen, so von vor 2, 3 Jahren schon, und dann weiß ich auch nicht, dann kam, glaube ich, dieser Erfolg mit dem YouTube-Kanal und dann blieb alles liegen und dann habe ich weitergeschrieben und dann passten diese 2 Teile erstmal nicht so richtig zusammen irgendwie, ne? Dann hatte War ein ich bisschen auch, was passiert ja dazwischen. genau, war die Sprache ganz anders und das musste ich dann erstmal alles angleichen, aber es hat schon total Spaß gemacht und ja, bin auch froh, dass da so ein Verlag auf mich zugekommen ist dann und also der viel Arbeit abgenommen hat und ja, das war schon gut. Ja, willst du noch mal kurz erzählen, was in deinem Podcast so vorkommt, für meine Zuschauer vielleicht, was genau wie der heißt und ja, genau. Ja, gerne. Also inspiriert durch dich auch tatsächlich in großen Teilen, habe ich irgendwie gedacht, ach Mensch, so als Psychotherapeut mal was ganz Kreatives zu machen und was Neues in den Medien zu machen, ist cool. Und mein Medium ist das Video nicht so. Und dann habe ich mich für Audio entschieden und mache einen Podcast. Reif für die Couch habe ich den erstmal genannt. Also auch mit so einem zugekniffenen Auge, weil meine Zielgruppe eigentlich erschöpfte Menschen sind. Menschen, die vom Leben erschöpft sind, sei es von Beziehungen, sei es aber auch vom Job und die gerade in so einer Situation feststecken und nicht mehr so richtig wissen. Und ja, denen versuche ich zu helfen. Ich mache ganz viel Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Also distanziere dich von deinen Gedanken, lerne, dass du dir nicht alles glauben musst, was du denkst und so. Ne? Das sind die Themen, die ich da insbesondere mache. Und mein Faible, also so das innere Team, ne? Arbeiten mit Persönlichkeitsanteilen. Das innere Kind zum Beispiel gibt es eine Folge zu. Zum inneren Kritiker gibt es eine Folge. Was ja auch so ein Persönlichkeitsanteil ist, der viele Menschen richtig quält. Ja, und so versuche ich denen die Möglichkeit zu geben, wenn die keine Therapie wollen im Augenblick oder vielleicht auch keinen Therapieplatz kriegen, was ja auch immer noch ein Thema ist, die einfach so in ihrem Selbstentwicklungsprozess zu unterstützen. Ja, Ich bin ja okay. noch ganz am Anfang. Ich habe jetzt 20 Folgen, glaube ich, draußen, aber die in Wow, ganz gut. kurzer Zeit. Ich werde jetzt auch wöchentlich umstellen. Nach Karneval, glaube ich, gehe ich auf einen wöchentlichen Rhythmus um. Ja, Ich würde mich gut. freuen, wenn von deinen Zuschauern da auch jemand sagt, hey, so neben dem Thema Beziehung will ich vielleicht auch noch ein bisschen stärker auf mich Ja. gucken, meine Anteile. Und wo findet man so einen Podcast? Auf welcher Plattform? iTunes sind so die meisten Zugriffe. Spotify ist eine Möglichkeit oder auf meiner Okay. Homepage www.reiffürdiecouch.de. Da sind die auch alle und man kann sie auch direkt auf der Super. Homepage hören. Ja, schön. Alles klar. Hör Mache ich. Werde ich auf jeden Fall Genau, ich freue tun. mich auch über Rückmeldungen. Also von jemandem, der so Ja. erfolgreich ist. Ich habe jetzt gesehen, 13.000 Ja. YouTube-Abonnenten. Das ist ja krass, ne? Ja, schön. Ich bin auch echt dankbar für. Genau. Wer hätte das gedacht? Ja. Das ist eine Ja. echte Erfolgsstory. Das finde Ja. ich wirklich cool. Machst du denn überhaupt noch Paartherapie tatsächlich Nee, vor Ort fast oder gar nicht bist du? mehr. Ich habe ganz wenig Paare noch. Habe jetzt auch nur noch einen Tag in der Praxis, also ich mache viel Telefon, aber das sind dann Einzelklienten eher. Aber jetzt das Buch und der Kanal, der ja und
die Bootcamps, ich mache jetzt in Murnau und Hamburg, also Bootcamps, so Wochenendkurse, also das zieht so viel Aufmerksamkeit, das ja musste ich, die 1:1-Arbeit, die musste da leider ein bisschen hinten anstehen jetzt so, ne? Ja, Aber es aber ist, ist so, ne? Ja. genau, du merkst, dass das ist, was den Leuten da draußen hilft, ne, was Ja. irgendwie gerade angesagt ist. Das Ja, ist ja dann gut, mal zu schwenken. Und vielleicht kommt das andere ja wieder. Vielleicht fehlt dir genau. der Papierraum und Ja, die Leute kann passieren. einsitzen irgendwann und dann schwenkst du wieder um. Könnte sein, ja, könnte passieren, aber mal gucken, wie der Weg so geht. Weiß ja keiner von uns. Genau. Sag nochmal deine Homepage. Wo finden die Leute den Liebeschiff-Kurs? Das ist auf www.liebeschip.de zusammengeschrieben und sonst, wer sich dafür meine persönlichen Sachen interessiert, das ist eheberatung.info, ne? www.eheberatung.info. Super. Ja, Ja. und der Liebesship, das muss ja echt dabei sein, weil da habe ich am Anfang ganz lange gehakt. Der Ship ist ja der CHIP-Ship, ne? Nicht Ah, okay. Genau, im Sinne gutes. des Schiffes, sondern es geht um die Umprogrammierung eines Ships. Wenn man das Bild einmal hat, dann versteht man das, ne? Ach Aber ja, stimmt, da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt, das recht. also es ist der Chip für den Computer. Genau, exakt, genau. Ja, dann willst du noch was loswerden? Nee, Irgendwas? wunderbar. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Schön, dich mal Genau. wiederzusehen. Genau. Das war für mich auch so. Du fehlst mir richtig. Es hat so viel Spaß gemacht, in Hamburg mit dir zu arbeiten, mit den Ja, Leuten. Das das war jetzt war's eine schöne Reaktivierung. schön. Ja. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dankeschön. Ja, ich Ganz bedanke mich auch. herzliches Dankeschön. So. Und ja, bis die Tage. Ja, vielen Dank, Sabine. Wir hören uns. Okay, tschüss. Tschüss.